Jungs, es ist soweit. Wir haben unser Team nochmal aufgerüstet mit einem kranken Spieler, auf den ich mich so lange gefreut habe. Wir haben ihn als POTM abstoßen müssen. Jetzt ist er endlich da. Team of the Season, Marco Reus. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ihr habt bis jetzt das Wochenende gut überstanden und damit wollen wir das natürlich auch gut abschließen, nämlich mit einem neuen Video von mir. Man kennt ihn. Jungs, das Video ist relativ spontan entstanden, weil ich der Meinung war, heute Weekend League technisch nochmal mein Team upgraden zu wollen und deswegen haben wir uns einen einzigen Spieler geholt, der unbedingt ins Team musste und er passt halt einfach perfekt rein. Darauf können wir gleich zu sprechen. Es gab eine neue Flashback-SBC, auf die wir auch noch zu sprechen kommen und ihr werdet auch im Anschluss die ersten beiden Spieler oder die ersten beiden Spiele in der Weekend League von Marco Reus sehen, was sehr, sehr geil war. Mit einem schönen Tor definitiv. Ja. Wenn euch das ganze Video gefällt, lasst gerne dem Video einfach einen Daumen nach oben da, lasst gerne kostenlosen Support da mit einem Abo, ja, aktiviert die Glocke, Video entsteht wieder in Kooperation mit OneFootball, PSN Xbox Karten findet ihr nicht in der Videobeschreibung, da kommt später oder zum späteren Zeitpunkt vielleicht dann doch nochmal eine Information für euch, wie es da weitergeht. Wir gehen rein in die ganze Sache und ich muss sagen, ich bin heiß drauf, aber als allererstes, bevor ich euch natürlich den jungen Mann zeige, gehen wir mal in die SBCs rein, denn da ist nämlich ein neuer SBC rausgekommen. Ihr seht, wir sind übrigens schon bei 5 abgeschlossenen SBCs mit Henri. Liegt einfach daran, auch wenn die SBC viel, viel teurer ist als auf dem Markt, möchte ich den dann irgendwann mal Android haben und den mache ich immer mal ab und zu, wenn ich mal wirklich die Zeit habe. Ja, also damit ihr schon mal Bescheid wisst. Aber wir wollen uns nicht auf Jonathan Tah uns konzentrieren, sondern auf Rückblick Müller, der rausgekommen ist. Und ihr wisst genau, die letzte Woche gab es auch schon eine Flashback-Karte von Firmino, der die gleiche Team of the Season-Karte hatte letztes Jahr. Und dieses Jahr kam es halt als Flashback raus. Und diesmal gab es einen Rückblick Müller mit dem Team of the Season von 2015. So sah nämlich seine Karte zu 2015er Zeiten aus. 94er Rating, Mittelstürmer. Mit folgenden Werten. Wir haben 4 Steine schwacher Fuß, 3 Steine Spezialbewegungen. 1,86 ist er groß, 88 Tempo, 94 Schießen, 93 Passen, 90 Dribbling, 85 Physis. Also das geht auf jeden Fall definitiv klar. Gehen wir ganz kurz auf die Ingame-Werte ein, die er da hat. Und das sind folgende. Er hat erstens 99 Ausdauer, was sehr wichtig ist. Gerade jetzt im FIFA-Zeitpunkt, wo gefühlt jeder Spieler mittlerweile 99 Ausdauer hat. 81 Stärke, 96 Sprungkraft. 90er Kopfballpräzision, Beweglichkeit und Balance gehen auch fit, die war ja damals nicht ganz so stark. Wir haben Passspiel mit 96 kurzer Pass, 91 Flanken, 98 Übersicht, eine sehr, sehr starke Karte. Wir haben beim Schuss einen 98er Abschluss, 99 Stellungsspiel, 88er Schusskraft, 95 Volleys und 90 Fernschüsse, dazu ein 86er Antritt und 89er Sprintgeschwindigkeit. Die Karte sieht im Endeffekt gar nicht mal so schlecht aus, also 3 Sterne Spezialbewegungen ist nicht ganz so geil, aber gerade für diejenigen, die vielleicht Ribéry und Robben haben, jetzt noch Müller zu machen, ist natürlich nicht ganz so übel. Gehen wir ganz kurz rein, was kostet denn dieser SBC? Denn dieser SBC kostet nämlich einiges, nämlich 500.000 Münzen. Ihr müsst dafür 3 SBCs abschließen. Ne? Einmal ein 86er Rating mit einem Bayern-Spieler und einem Team of the Week-Spieler. Ihr braucht ein 86er Rating mit 2 Team of the Week-Spielern und einem Deutschland-Spieler. Und einen 85er Rating mit 2 Informs und einem Bundesliga-Spieler. Dafür kriegt ihr ein 35k-Pack, ein 45k-Set und ein 50k-Set. Für 500k, es ist schon eindeutig sehr, sehr viel. Ja, für diejenigen, die Bayern-Fans sind, die natürlich auch Glückwunsch zum Pokalsieg gestern, muss man ja auch mal sagen, auch für die Bayern-Fans ist es auf jeden Fall eine Karte, die man machen kann. Muss man nicht, es wird stärkere Karten geben, gerade im Team of the Season der Bundesliga, finde ich, ist zum Beispiel in Havertz viel, viel stärker, ist aber halt auch 4-mal so teuer. Überlegt euch, ob ihr drauf Bock habt. Ich würde sagen, für die Bayern-Fans, für die eingefleischten Bayern-Fans, definitiv eine Möglichkeit oder eine Option, die abzuschließen. 500k sind aber auch nicht wenig für eine Untrade-Karte. Aber FIFA neigt sich dem Ende zu. Warum nicht einfach erledigen und abschließen? Ja, wir wollen ja mittlerweile auch mit den Spielern spielen, die uns persönlich Spaß machen. Und deswegen habe ich mir eine Karte gekauft, die bei uns ins Team unfassbar gut passt. Und ihr habt es schon gesehen, es ist Marco Reus. Ja, Marco Reus, Jungs. Team of the Season. Ich habe ihn mir geholt. Und ich habe auf Twitter gefragt, ob das Update denn möglich wäre, würdet ihr es feiern? Viele haben einfach nur geschrieben, mach's einfach. Ja, und ich muss euch eins sagen, diese Karte, Jungs, diese Karte ist wahrscheinlich eine der krankesten Karten, die ich
überhaupt gesehen habe in FIFA. Meine persönliche Meinung. Ihr wisst genau, Reus ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ich liebe diese Person einfach, diesen Fußballspieler. Und Marco Reus mit dem 98er Rating kommt bei uns in den Verein. 97 Antritt, 96 Sprintgeschwindigkeit. Wir haben einen Abschluss, wo alles mindestens auf 95 ist. Wir gehen zum Passspiel über. Wo wir den langen Pass ein Stück weit rausnehmen, wenn darüber ist nämlich alles bei 91. Balance 91, der Rest beim Dribbling alles über 93. Wir haben 93 Ausdauer, 92 Stärke, 96 Sprungkraft, das waren 10 Punkte zu wenig. Diese Karte ist Beast und ich zeige euch auch wieso, weshalb, warum. Ihr werdet heute gleich ohne Probleme die ersten zwei Spiele von Marco Reus sehen. Der Kaufpreis war übrigens 3,38 Millionen. Ihr seht, wir haben schon 5 Spiele mit ihm gemacht. Die ersten beiden Spiele seht ihr, da hat er 2-mal auch getroffen. Und ich muss persönlich sagen, diese Karte spielt sich um Welten meiner Meinung nach schon mal besser als Eusebio. Ist meine persönliche Meinung, den Spieler muss eh jeder selber testen, aber ich finde, Marco Reus Karte sieht so unfassbar gut aus, er musste einfach ins Team. Und ihr wisst, ich bin BVB-Fan, er passt ins Team, es sieht mega geil aus, wir haben hier so geile Kartentypen mit am Start. Wir haben 5 Icons, darum haben wir eine Champions League Karte, eine Team of the Year Karte, eine Team of the Season Karte, eine Europa League Karte, eine Rode Foot Champions Team of the Season Karte und am besten fehlt eigentlich jetzt noch eine komplett andere Torhüterkarte, die dann hier noch 5 verschiedene oder 6 verschiedene Kartentypen ausmacht. Dann sieht das Team fertig aus, das Team sieht Bombe aus. Des Weiteren kann ich auch sagen, Sterling spielt sich abnormal stark als Einwechselspieler, auch Bernardo Silva. Er wurde immer nur in der 70. Minute eingewechselt. 16 Spiele, 5 Tore, 8 Torvorlagen. Auch mega, mega, mega stark und Hazard ist halt mein dritter Sub, der sowieso stark ist. Ja, also ich muss persönlich sagen, ich bin absolut top zufrieden mit dem Team. Lassen wir uns einfach überraschen, was wir diese Weekend League holen. Road to Elite muss irgendwie sein. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen. Und Alonso ist mit am Start, der auch nicht schlecht ist, den wir aber irgendwann austauschen möchten. Und auf jeden Fall den Torhüter möchte ich noch austauschen. Die beiden Positionen noch austauschen. Vielleicht durch einen Oblak, auf den hätte ich zum Beispiel Bock. Und hier links müssen wir einfach mal schauen. Ja, guck mal einfach mal rein. Aber bis jetzt, ich meine, habe ich nichts dagegen. Alonsos Karte sieht mega gut aus. Mega, mega gut aus. Und wenn sie zum Beispiel jetzt noch die Europa League gewinnt, dann geht die Karte einfach vom Rating nochmal nach oben. Aber zu viel rumgelabert. Jetzt wollt ihr vielleicht nochmal Gameplay sehen. Marco Reus, ersten beiden Spiele in der Weekend League, die einzigen beiden Spiele, die ich mit ihm gemacht habe in der Weekend League. Die anderen 3 Spiele habe ich weggelassen. Ja, die anderen 3 Spiele haben wir auf ganz entspannt Online-Einzelspieler habe ich mal probiert. Das mit den Saudi-Arabien zu machen, da habe ich den eingewechselt und im Endeffekt habe ich gemerkt, es bringt überhaupt nichts. Ja, First Go Win hat aber trotzdem sehr gut funktioniert, das kann ich euch sagen. Die anderen beiden Spiele habe ich immer mal eingewechselt bei Squad Battles, um noch ein paar SPC oder Wochenaufgaben abzuschließen. Da habe ich ihn aber nicht treffen lassen, beziehungsweise habe ich nicht getroffen, beziehungsweise ja, kam er einfach nicht dazu. Genug gequatscht, jetzt gehen wir aber rein in die ganze Sache. Ich bin gespannt, wie ihr das ganze Gameplay findet. Ganz, ganz viel Spaß und dann sehen wir uns morgen wieder. Abfahrt.
Ja, Jungs, was soll ich sagen? Epische Musik, kein großes Gequatsche. Ich hatte einfach Bock, euch das Gameplay nochmal ein Stück weit zu zeigen, ohne irgendwie Hintergrundgequatsche von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen, vielen Dank. Ich bin damit raus. Lasst einen Daumen nach oben da. Euer Chris und ciao.